Hallo, wir befinden uns hier in der Abteilung Künstlerkolonie Nitten, der Gemäldesammlung des Ostpreußischen Landesmuseums in Lüneburg. Ich möchte Ihnen heute eins meiner Lieblingsbilder, Mädchen mit Hunden, von dem Maler Ernst Bischof Kulm vorstellen. Das Gemälde zeigt die Momentaufnahme einer verfänglichen Situation. Im Zentrum des Bildes steht ein kleines Mädchen mit rot glühenden Wangen und auffällig großer roter Haarschleife in ihren blonden Haaren. Die Haltung des linken an die Wand gepressten Armes zeigt, dass es sich scheinbar bedrängt fühlt. Drei Hunde am vorderen Bildrand haben es auf das angebissene Wurstbrot in der rechten Hand des Mädchens abgesehen. In der Mitte steht ein weiß gefleckter Vierbeiner in großer Erwartungshaltung. Links und rechts davon zwei schwarzbraune Dackel, die sich brav sitzend eine Belohnung erhoffen. Haltung und Ausdruck der Hunde lassen die Gier nach dem Leckerbissen erahnen. Das Mädchen ist in die Enge getrieben, aber es scheint keine Angst zu haben. Der Blick ist konzentriert auf die drei vor ihm bettelnden Hunde gerichtet. Sie scheint mit den Hunden bekannt zu sein. Das Bild ist mit Ölfarben auf Leinwand gemalt. Der Farbauftrag ist eher dünn, manche Stellen lassen die freigelassene Leinwand durchscheinen. Das Motiv ist mit schnellem Pinselstrich in impressionistischer Malweise gehalten. Der Hintergrund erscheint in unauffälligen Erdtönen. Durch den Einsatz von weißer Farbe wird das Mädchen ins Licht gerückt. An der Wand rechts, vom Betrachter aus gesehen, erscheint die Ecke eines Bilderrahmens. Direkt darunter die Signatur des Malers Bischof Kulm 1913. Der Maler Ernst Bischof Kulm wurde 1870 in Kulm in Westpreußen geboren. Er machte sein Abitur, aber am Gymnasium in Elbing. Er besuchte zunächst die Königsberger Kunstakademie und danach ging er dann an die Berliner Akademie ab 1890 und hatte zwischendurch aber auch einen Aufenthalt in Paris an der Akademie Julien. Bischof Kulm gehörte der Berliner Sezession an. Sie wurde 1898 gegründet und bildete sozusagen einen Gegenpol zu dem akademischen Kunstbetrieb. Als künstlerische Moderne gehörten ihr wichtige Vertreter an, wie beispielsweise Max Liebermann oder auch Lovis Corinth. Auch die Königsberger Malerin oder Künstlerin Käthe Kollwitz war dort Mitglied. Ernst Bischof Kulm wurde Ende des 19. Jahrhunderts Mitbegründer der Künstlerkolonie Nitten auf der Kurischen Nehrung. Über das Privatleben von Ernst Bischof Kulm ist nicht viel bekannt. Man weiß, dass er Anfang des 20. Jahrhunderts in Berlin-Schöneberg lebte. Aber man weiß zum Beispiel nicht, ob er Frau und Kinder hatte. 1915, zwei Jahre nachdem Bischof Kulm dieses Bild gemalt hat, wurde er zum Kriegsdienst eingezogen. Er kam an die Front nach Frankreich. Durch die Detonation eines Granattreffers verlor er beide Hände und nahm sich daraufhin am 29. Juli 1917 das Leben. Bei dem Mädchen handelt es sich um Erika Freier-Henkel. Sie war die Enkeltochter der Gastwirte Hermann und Emma Blode und wurde später selbst Malerin. Mindestens einer der Dackel gehörte zur Familie. Der Gasthof Blode war Künstlertreffpunkt auf der Kurischen Nehrung in Nitten und Bischof Kulm selbst war auch befreundet mit den Eheleuten Blodes. Hier sehen Sie zwei Porträts der Eheleute, einmal Hermann und einmal Emma Blode, die Bischof Kulm 1910 in Öl gemalt hat.
Hier auf diesem alten Foto sieht man die großzügige Veranda mit den dicht gehängten Bildern von Malern, die hier ein- und ausgegangen sind. Das Bild Mädchen mit Hunden ist darauf zu erkennen. Vermutlich war es eine Auftragsarbeit von Hermann Blode an Bischof Kulm. Ernst Bischof Kulm gehörte zu den führenden Kräften der frühen Künstlerkolonie Nitten. Und er kam seit 1890 regelmäßig in diese Region. Und so war er wesentlich auch am Zustandekommen der Künstlerkreise im Gasthof Hermann Blode beteiligt. Seine Gemälde zeigen überwiegend die Menschen in der Landschaft, auf der Nährung, wie man das bei diesem Gemälde von seinem Dichterfreund Walter Heimann sehr schön sehen kann. Kurz vor Beginn des Zweiten Weltkrieges war faktisch das Ende der Künstlerkolonie Nitten gekommen. Heute heißt Nitten Nieder und liegt auf dem zu Litauen gehörenden Teil der Kurischen Nehrung. Zum Schluss möchte ich nochmal auf die Webseite des Ostpreußischen Landesmuseums hinweisen. Dort finden Sie eine Malvorlage von dem Bild Mädchen mit Hunden. Diese wurde zur kreativen Ausgestaltung für Ihre Enkelkinder und Kinder von der Künstlerin Elena Steinke entworfen. Viel Spaß damit!